Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge. Und heute geht es um das Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland. So richtig breit getreten, glaube ich, wurde es nicht. Naja, natürlich, man will es natürlich wieder vertuschen oder so klein wie möglich halten. Aber es ist Fakt, es wurde wegen dem Dieselgate und der CO2-Affäre, die ist übrigens auch ziemlich klein gehalten worden. Wer es vielleicht gesehen hat, es war, gestern war das am 13. Dezember, war ein Beitrag in Frontal, der hat ein bisschen darüber aufgeklärt, um was es denn da auch noch ging bei VW. Und zwar ging es da auch noch mal neben dem Dieselgate auch noch mal um das CO2-Gate sozusagen. Und ja, auch hier hat wieder das KBA bzw. das Bundesverkehrsministerium versagt. Was heißt versagt? Ich sag's einfach mal, das ist bei uns im Moment mittlerweile meiner Meinung nach Bananenrepublik, was wir haben. Das heißt also, da werden irgendwelche Gelder geflossen sein und da werden irgendwelche Leute geschmiert worden sein. Also das ist ungefähr, sind Zustände, wie es normalerweise, keine Ahnung, in irgendeinem dritten Weltland ist, aber anscheinend ist das jetzt in Deutschland auch so der Fall. Ja, um was geht's? Die EU-Kommission hat jetzt ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Und zwar geht es darum, dass jetzt nicht darum, VW anzukreiden oder irgendwelche anderen Hersteller anzukreiden. Nein, in dem Vertragsverletzungsverfahren geht es darum, dass der Staat seiner Kontrollpflicht bzw. seiner vertraglich vereinbarten Pflicht, eben bei der Zulassung der Fahrzeuge gewisse Kriterien anzuwenden, nicht nachkommt. Das heißt jetzt also, dieser Kreis, sage ich jetzt mal, der vom Dieselgate betroffenen Personen erweitert sich jetzt also dann auch noch um das Bundesverkehrsministerium für Infrastruktur und Digital, blablabla, aber die haben jetzt so einen ellenlangen Namen. Man kann ja keine Ministerien mehr haben, die kurzen Namen haben. Das muss jetzt alles ewig lang sein. Und halt das Kraftfahrtbundesamt. Und da wird jetzt tatsächlich erstmalig, was ist das jetzt eigentlich für ein Kasperlestheater? Da wird jetzt erstmalig angekreidet, dass also hier vom KWA aus oder vom Staat aus nichts gemacht wurde, beziehungsweise das Ganze vertuscht wurde. Diese ganzen Sachen. Also, dass die Fahrzeuge, die von dem Dieselgate betroffen sind oder von dem CO2-Gate betroffen sind, überhaupt eine Zulassung bekommen. Das muss der Staat normalerweise regulieren, beziehungsweise wenn ein Problem auftritt, dann muss der Staat eben regulierend eingreifen und dann eben auch Typzulassungen entziehen, wenn es notwendig ist. Und das ist bis jetzt tatsächlich noch nicht passiert. Es laufen zwar schon einige Klagen gegen das Kraftfahrtbundesamt, Klagen, die also das Kraftfahrtbundesamt dadurch dazu bewegen lassen sollen, die TÜV-Zulassung von diversen Fahrzeugen zu entziehen. Aber das ist natürlich nur die eine Medaille. Jetzt muss natürlich auch die EU eingreifen, weil eben tatsächlich die der Meinung ist, dass das nicht der Fall ist, dass da eben nicht regulatorisch eingegriffen wird. Und das Ganze zeigt, dass diese Klage von der Deutschen Umwelthilfe gegen die TÜV-Zulassung von dem, ich glaube, Insignia, ist es Opel Insignia, die haben halt beispielsweise, haben es halt eine genommen, ich glaube, das ist sogar der mit am schlimmsten Betroffene, also der am meisten halt eben abgasproduzierende Wagen, und deswegen haben sie den genommen, weil es ganz einfach von ihren Prinzipien her natürlich als Umwelthilfe da
so viel wie möglich erreichen wollen. Und wenn man ein Fahrzeug, was halt ziemlich viel Schadstoff ausstößt, aus dem Verkehr nehmen kann, dann ist das natürlich das erklärte Ziel, ne, von dieser Organisation. Und dieses Vertragsverletzungsverfahren geht jetzt natürlich nicht nur gegen einzelne Fahrzeuge, sondern geht es überhaupt um den Vorgang an sich. Ne? Ja. Was passiert jetzt? Jetzt wird natürlich ermittelt, ob das ob diesen Anfangsverdacht eben, ob das eben tatsächlich der Fall ist. Und in diesem Zusammenhang möchte ich dann, habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube nicht. Passt aber hier auch ganz gut her. Ist jetzt zwar nicht direkt wegen dem Vertragsverletzungsverfahren, aber es passt in die ganzen Dieselgate-Misere rein. Und zwar gibt es ja auch Ermittlungen der amerikanischen Behörden. Ich weiß gar nicht, wer da ermittelt, FBI oder CIA, keine Ahnung. Ich denke FBI, weil es ein innerpolitisches Ding ist. Ich weiß es nicht, wer da zuständig ist. Aber auf alle Fälle gibt es ja auch Ermittlungen in den USA betreffend des Dieselgates. Und da ist jetzt ans Tageslicht gekommen, dass, ich glaube, 20 oder 30 Handys von großen Managern, von hohen Managern im VW-USA-Konzern, dass die Handys plötzlich entweder verloren gegangen sind oder durch einen sehr merkwürdigen Umstand sind die gelöscht worden. Bei 20 Handys oder 30, ich weiß gar nicht mehr wie viel. Na klar, ne? Zufällig. Oh, wir können die nicht mehr finden. Das alleine ist schon eigentlich ein Skandal. Ne? Was schon zeigt, was hier tatsächlich, dass das nicht mehr lustig ist. Also das ist jetzt nicht mehr nur ein Skandal oder, ich sage jetzt mal, nur ein Einbauen von irgendwelchen Softwaren in Fahrzeuge, um halt irgendwelche Ziele zu erreichen. Das hat jetzt tatsächlich wirklich kriminelle Züge. Also das ist jetzt tatsächlich meiner Meinung nach, ich sehe jetzt VW tatsächlich, man mag es mir verzeihen, aber ich sehe jetzt VW als eine kriminelle Vereinigung. Es ist nichts mehr anderes. Also man kann nichts mehr anderes dazu sagen. Und in den interessanten Videos habe ich da auch eine Dokumentation rein, quasi der Fall von VW. Also da wird quasi schon propagiert, dass es VW wahrscheinlich irgendwann nicht mehr geben wird. Könnte sein. Wie auch immer. Also ich habe es ja schon mal, ich sage es ja schon immer, irgendeiner der deutschen Automobilhersteller oder der Automobilhersteller wird unter die Räder gelangen bei der Elektromobilität. Ob es VW ist, weiß ich nicht. Irgendeiner wird es auf alle Fälle nicht schaffen. Mazda macht übrigens gerade auch, ist kein deutscher Hersteller, ich weiß, aber Mazda macht da momentan auch sehr große Sprünge in diese Richtung hin. Ne? Wie Sie gesagt haben, Elektromobilität ist nicht unser Fokus. Aber gut, auch die werden sich noch eines Besseren belehren lassen. Oder auch nicht. Zurückzukommen zum Kraftfahrtbundesamt, also was da abgelaufen ist, da wurde lobbyiert ohne Ende, da sind dann, also jetzt allein bei dem CO2-Skandal, sind dann plötzlich halt eine Heerschar von Anwälten dann beim KBA eingetroffen und haben dann also quasi das Schreiben vom KBA zerfleddert und haben gesagt, naja, es waren ja gar nicht so 100 noch was Fahrzeuge und am Schluss waren es dann 9 Fahrzeuge, obwohl es tatsächlich über 100 sind. Also auch der A1 ist mit drauf, da müsste ich jetzt mal schauen. Ich werde mal recherchieren, ob der A1, ob unser da auch betroffen ist mit den CO2-Werten. Wenn das der Fall ist, dann überlege ich mir da auch rechtliche Schritte. Also von daher, je eher ich das Ding loswerde, desto besser. Und das ist eben Leasing, der läuft übernächstes Jahr aus. Also von daher, aber wenn natürlich ich dann eine Rückabwicklung machen kann, das wäre natürlich umso besser, weil dann habe ich das Ding los. Ne? Wie gesagt, dann haben die halt so weit lobbyiert, dass es dann tatsächlich nur 9 sind und dann hat das KBA halt eben verlangt, dass das eben
jetzt behoben wird und halt dann mit einem unter Aufsicht des Kraftfahrtbundesamts halt eben getestet werden muss oder eine erneute Prüfung da erfolgen muss. Und was ist passiert? Die Prüfung erfolgte nicht unter Aufsicht des KBAs und halt die durften nicht einmal hin und die durften auch nicht die Ergebnisse sehen und dann eben nicht gepasst die erste Messung und VW hat dann gesagt, naja gut, dann machen wir eine zweite Messung bei einem anderen Institut und schicken aber unseren Fahrer hin. Der weiß genau, welche Tricks das anwenden muss. Das heißt also, die haben also irgendwas in die Software programmiert, dass also dann das Fahrzeug das einhält. Und was haben sie einprogrammiert? Halt so einen Trick. Ja, also das ist quasi vor dem Starten des Fahrzeugs, wenige Sekunden vorher, mal das Bremspedal komplett durchtreten und dann das Fahrzeug starten. Und damit aktiviert man dann eine spezielle Software, woher kenne ich das, dann ist das Auto CO2, passen die CO2-Werte vom Fahrzeug. Ne? Ist dann halt lahm wie eine Krücke, aber dann passen die CO2-Werte. Ne? Lächerlich, ne? Also völlig lächerlich. Das KBA hat, wie gesagt, da nichts davon gesehen, hat er nur eben das Gutachten, ja passt, gesehen und hat dann gesagt, naja gut, wir mussten ja da vielleicht doch nicht unbedingt mit dabei sein und jetzt ist das in Ordnung. Und so wurde das Ganze eben vertuscht, diese ganze Angelegenheit. Und diese ganzen Spielchen hat natürlich auch die EU-Kommission mitbekommen. Also ich meine, ich verstehe es irgendwie nicht. Da stellt man sich hin und sagt, naja, das ist ja alles in Ordnung dann gewesen und die Fahrzeuge sind jetzt behoben und das passt alles. Was im Umkehrschluss natürlich auch noch dazu kommt, ist, dadurch, dass die ganzen Fahrzeuge jetzt im Einsatz sind und mit einer niedrigeren Schadstoffklasse fahren, eingeordnet sind, als sie tatsächlich sind, ist ja zum einen mal die Umwelt belastet und zum zweiten natürlich entgehen dem Staat Steuereinnahmen. Und das zwar in Milliardenhöhe, das muss man ja auch nochmal bedenken. Das heißt also, eigentlich müsste jetzt das KBA hingehen und rückwirkend alle TÜV-Zulassungen entziehen. Dann müssten die ganzen Fahrzeuge stillgelegt werden und dann, das ist die Krux in Deutschland, müssten eigentlich alle Halter rückwirkend eine neue Kfz-Steuer erlassen werden, die die tatsächlichen Schadstoffmengen berücksichtigt. Und dann müssen natürlich die Leute, jeder Einzelne, muss dann diese zusätzliche Steuer, die er gezahlt hat, sich von VW holen und einklagen. Das ist das Problem an der Geschichte. Also eigentlich müsste das KBA einen Rückruf sämtlicher betroffener Fahrzeuge anordnen. Sämtlicher. Und theoretisch eigentlich müsste auch angeordnet werden, dass die Halter entschädigt werden für dieses Delta an Kfz-Steuer. Und das ist das, was im Moment eben die EU-Kommission halt versucht durchzudrücken, dass jetzt Deutschland endlich mal tätig wird. Ja, so. Soweit stehen wir. Und wenn das jetzt, Vertragsverletzungsverfahren bei der EU, ich meine, das ist ja noch, das ist ja auch nur ein Bürokratenhaufen, das dauert natürlich. Ne? Also das ist jetzt alles auf Zeit. Ne? Also die spielen halt jetzt nur auf Zeit. Irgendwann wird es dann halt mal so weit sein, ja, okay. Ist tatsächlich so. Und es wird dann wahrscheinlich einen Urteilsspruch geben und dann wird Deutschland verknackt werden. Und dann haben sie wieder Zeit, es umzusetzen und bla bla. Und dann haben wir wahrscheinlich 2018 oder 2019 und die Leute sterben trotzdem, ne, die durch die Fahrzeuge da betroffen sind. Und da ist es gar nicht mal so schlecht, dass die deutsche Umwelthilfe hier Klage eingereicht hat. Ach übrigens, wer mich auf Twitter verfolgt, es gibt... Und zwar, ich glaube, der Hashtag heißt Telekom spendet. Für jeden Tweet, den die Deutsche Telekom, den jemand mit dem Hashtag Telekom spendet,
Ich weiß gar nicht, bis Weihnachten oder wie lange die Aktion läuft. Für jeden Tweet, der getweetet wird mit diesem Hashtag, spende die Deutsche Telekom 1 Euro an die also Deutsche. Twittert sozusagen mit dem Hashtag Telekom spendet, damit für jeden eurer Tweets die Deutsche Umwelthilfe 1 Euro an Spende von der Telekom bekommt. Denn wenn die Politik nicht eingreift, dann müssen es halt die Bürger machen. Und so, je mehr Geld der Deutschen Umwelthilfe zur Verfügung steht, desto mehr Klagen können sie in die Richtung machen. Und die sind meiner Meinung nach im Moment auf dem richtigen Weg. Ne? Also da gibt es nichts. Die sind da wirklich dahinter, dass die deutschen Städte frei von Schadstoffen werden, und das kann nur in jedem seinem Sinn sein. Ne? Denn wir wissen selber, und das ist auch schon durch Studien der EU eben bestätigt worden, dass europaweit da oder deutschlandweit etliche 10.000 Menschen pro Jahr sterben oder frühzeitig sterben wegen den Autoabgasen. Und in der EU sind es natürlich dann Hunderttausende, die da sterben frühzeitig. Und unsere Politik schaut halt nur zu und macht nichts. Ne? Ist klar, ne? Geht nur ums Geld, ne? Logischerweise. Ne? Den einzelnen Bürger geht es ja heutzutage gar nicht mehr bei der Politik. Der ist ja uninteressant. Wir sollen ja sowieso nicht alt werden, ne? Aber das ist ein anderes Thema. Da wollen ja die Pharmakonzerne auch noch was gewinnen und so weiter. Aber da will ich mich jetzt lieber auf dem Kanal nicht auslassen, weil das wird dann, glaube ich, ein bisschen zu einer Spaltung meiner Zuhörerschaft führen. Ja. Jo. Ich denke, damit sind wir durch mit dem Thema. Ich hoffe, dass jetzt da mal die Augen geöffnet werden und auch ohne, dass dieses Verfahren abgeschlossen wird, da was passiert. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich glaube es doch nicht, aber gut, wie gesagt, man kann ja mal hoffen. Und ja, wie sind eure Meinungen dazu? Kommentare, Wünsche, Anregungen gerne wieder unter diesem Video. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.